Im Januar 2001 kam er gleich bei seinem ersten Start bei einer Europameisterschaft auf Platz 9, also auf Anhieb unter die Top 10. Das kann sich doch sehen lassen. Das Pürettendrehen gehört zu seinen Spezialitäten. Offensichtlich ist das also ein Schweizer Qualitätsmerkmal. Hier ist der zweimalige Schweizer Meister. Er kann auch gut springen. Werden Sie gleich sehen. Stéphane Lambiel. Wunderschöner dreifacher Flip, den hat er heute Morgen schon im Training mehrfach versucht. Kaum einmal wollte das klappen, aber das spricht für ihn, dass er es hier nochmal probiert. Solo. Dreifach. Stéphane Lambiel, 16 Jahre erst alt, gilt als die Hoffnung im Schweizer Eiskunstlauf. Ein junger Mann, der viel auf sich nimmt, fährt täglich aus Sachsen, das ist eine Kleinstadt im Wallis, zum Training nach Genf. Einfache Fahrt, 120 Kilometer, also da ist er eine Weile mit dem Zug unterwegs und macht unterwegs oder verrichtet seine Schularbeiten, denn in 2 Jahren will er dann sein Abitur machen. Im letzten Jahr noch Fünfter bei der Junioren-Weltmeisterschaft und da ist die Hoffnung groß, dass es denn auch in diesem Jahr bei den Welttitelkämpfen zu einem guten Resultat kommt. Schauen wir noch mal in der Zeitlupe auf den dreifachen Flip. Den springt er auch in der Kombination im Kurzprogramm mit dem dreifachen Tollup sehr schön zentriert, gut das Gewicht über die Zacke nach vorn gebracht. Da kommt es zu einer guten und sauberen Landung.